Der Markt ist für Gameforge sehr, sehr wichtig und wird auch immer wichtiger. Wir haben angefangen mit Browserspielen, haben dann clientbasierte MMOs auch in unser Programm aufgenommen und sehen inzwischen die Facebook-Spiele oder Spiele auf sozialen Netzwerken als unser großes drittes Standbein, in dem wir immer größer werden und stärker werden wollen. Das liegt auch darin begründet, dass, wenn man sich den Markt anschaut, inzwischen allein auf Facebook über 400 Millionen User sind. Die anderen sozialen Netzwerke hinzu noch einmal fast 400 Millionen User. Das heißt, wir sprechen allein von einer Userbase von 800 Millionen Usern und potenziellen Spielern. Das heißt, das Internet ist heutzutage eigentlich Facebook und soziale Netzwerke. Und deswegen kann Gameforge da gar nicht mehr dran vorbei und wird auch nicht daran vorbei. Die Besonderheiten sind zum einen, dass die Zielgruppe teilweise eine andere ist. Wir haben sowohl bei den Client-Based MMOs als auch aber bei den Browserspielen eher eine Hardcore-Spielgruppe, die wirklich lange und intensiv spielt und auch mit Spielen schon vertraut ist. Während speziell in den sozialen Netzwerken die Userbase eher die sogenannten Casual-Spieler sind. Das heißt, die haben vielleicht noch gar kein Spiel vorher gespielt oder wenn dann nur so etwas auf einem Tetris-Level in der Form. Und das ist auch eine sehr hohe weibliche Zielgruppe. Bei denen stehen eben andere Spielmechanismen im Vordergrund. Das heißt, da ist weniger der kompetitive Charakter des Spiels wichtig, dass man sich gegen andere misst, sondern eher das Miteinander, der kooperative Faktor, sehr, sehr wichtig bei diesen sozialen Spielen, sozialen Netzwerkspielen. Ein anderer Punkt ist noch, dass, wenn das Spiel einmal veröffentlicht ist, es sehr, sehr wichtig ist, dass man in sehr kurzen Zyklen Updates und Nachschub einfach bringt, weil die Spiele an sich natürlich auch kürzer erstmal angelegt sind, dadurch man sie aber schneller durchhält und man immer wieder neue Elemente im Spiel haben möchte. Das heißt, bei unseren klassischen Browserspielen oder auch MMOs kennt man Update-Zyklen oder Add-ons von 3 Monaten bis 6 Monaten, während bei einem Facebook, bei einem klassischen Facebook-Spiel man eigentlich jede Woche neuen Content nachliefern muss. Also grundsätzlich basieren die Facebook-Spiele eigentlich auf denselben Technologien wie klassische Browserspiele. Das heißt, man findet Spiele in PHP, man findet Spiele in Flash. Es gibt jetzt auch die ersten Spiele auf Facebook in Unity, also in 3D-Engine. Das ist aber jetzt nur die Technologie im Hintergrund. Wenn es um Tools oder Middleware geht, da gibt es bei Facebook zurzeit nicht so viel. Da kommen jetzt auch die ersten Middleware-Entwickler, die jetzt spezielle Editoren zum Beispiel liefern, mit denen man Facebook-Spiele zusammenbauen kann. Wir bei Gameforge gehen da aber einen eigenen Weg und bauen da gerade unser eigenes Framework, um da in der Lage zu sein, eben entsprechend schnell und professionell Spiele entwickeln zu können. Auch da haben wir eine klare Strategie, dass wir sagen, wir machen nicht nur Facebook-Spiele, wir fangen in der Regel dann mit einem Facebook-Spiel an, gehen dann aber auch den Schritt weiter und sehen uns da auch in der Vorreiterrolle, dass wir versuchen, auch alle anderen sozialen Plattformen, wie die angesprochenen zum Beispiel StudiVZ, MySpace, aber auch HiFive und Plattformen, die vielleicht in Europa nicht so groß sind, aber zum Beispiel in Russland oder in Lateinamerika, Südamerika, dass wir auf diese ganzen Plattformen entsprechend auch drauf gehen. Also wir haben jetzt unser erstes großes Spiel auf Facebook, Fanfari, gelauncht, das wir intern entwickelt haben. Da ist das Entwicklerteam 15 Leute groß und das Live-Team jetzt, weil wir haben es gerade veröffentlicht, aber fangen jetzt eben an, auf wöchentlicher Basis auch Content nachzuschieben. Das Live-Team sind noch diese 15 Leute und wir werden es sogar noch vergrößern. Das heißt, wir sind im Live-Betrieb, werden wir das Team sogar noch weiter aufbauen. Also wir sprechen da schon von ähnlichen Teamgrößen wie bei einem Browserspiel. Auf technischer Seite nicht, auf inhaltlicher und Game-Design-Seite auf jeden Fall, weil die Browserspiele halt doch noch ein bisschen anderes sind. Ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt, die sind halt mehr auf Nachhaltigkeit, gehen mehr in die Tiefe. Unsere klassischen Browserspiele, wie jetzt unser größtes Ikariam, sind halt auch eher Strategiespiele mit sehr viel Inhalt und Content und auch sehr vielen Regeln, während ein Facebook-Spiel eben eher darauf basiert, dass die Leute kürzer spielen, aber in dieser Zeit natürlich auch entsprechenden Spielspaß haben, aber auch sehr viel mit ihren Freunden kooperativ das Spiel spielen. Das heißt, grundsätzliche Mechanismen sind schon identisch, aber man muss auf gewisse Dinge schon achten und auf das Userverhalten, das bei einem Facebook-Spiel doch anders ist als bei einem klassischen Browserspiel oder Client-Based MMO. Da haben wir bei Gameforge auch sehr viel Erfahrung im Vorfeld schon sammeln können über die Browserspiele, denn die Gameforge-Browserspiele sind auch so gestrickt, dass man sich keine Spielvorteile eigentlich kaufen kann, sondern nur sogenannte Convenient Features, mit denen man Dinge vielleicht schneller erreichen kann als jemand anders, der aber einfach dann mehr Zeit investiert und dasselbe erreicht.
oder sehr viele Dinge zum Individualisieren. Und gerade diese Dinge zum Individualisieren sind die, die auch auf Facebook sehr gut funktionieren. Das heißt, man kauft sich dann zum Beispiel bei Fanfare spezielle Tiere, die dann der andere nicht hat, die keinen Spielvorteil bringen, die aber vielleicht die eigene Ranch entsprechend schöner gestalten und diese Art von eben nicht Spielvorteilen, sondern von Convenient Features oder Dinge, mit denen man sich von seinen Freunden zum Beispiel auch gerne absetzen kann. Oder eine andere Geschichte, die bei Facebook auch sehr gut funktioniert. Leute geben auch sehr gern Geld aus für Sachen, die sie dann anderen schenken können. Das heißt, da gibt es dann eine Nachhaltigkeit oder eine Wertigkeit bei den Geschenken einfach. Man schenkt also wirklich etwas, was der andere sonst so vielleicht nicht bekommen könnte, wenn er es nur spielen würde. Also wir bei Gameforge denken, dass die Spiele in den sozialen Netzwerken, speziell in Facebook, momentan noch auf einem recht casualigen Level sind, dass sich das aber auch ändern wird. Das heißt, auch die User, die vielleicht früher noch nicht gespielt haben, jetzt über so diese ersten Facebook-Spiele herangeführt wurden, fragen jetzt auch immer mehr nach mehr Spieltiefe, nach mehr Spielinhalten. Deshalb denken wir, dass langfristig auch eher Hardcore-Spiele, in Anführungsstrichen, aber Spiele mit mehr Spieltiefe, mit mehr Nachhaltigkeit, sich auch auf Facebook durchsetzen werden. Unsere Spiele sind auch nicht darauf ausgelegt, dass man bei den anderen oder dass man einen viralen Effekt erzielt, nur wenn man bei den anderen auf irgendwelche Pinwände, ich sag mal, spammt. Darauf sind unsere Spiele gar nicht ausgelegt, sondern da steht wirklich dieser kooperative und andere Freunde gemeinsam was erreichen und andere Freunde einladen im Vordergrund, als ständig auf der Pinwand posten, wie toll man war.